Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play hier auf diesem Kanal. Ihr kennt mich nicht, ich kenne euch nicht. Ich bin Riate HD und werde heute mit euch anfangen, Mario Kart Wii zu spielen. Dafür gehen wir zuerst in den Einzelspielermodus und den Rest erkläre ich euch dann jetzt gleich. Ja, wenn ihr mich kennenlernen wollt, dann bleibt dabei, schaut euch ein bisschen auf dem Kanal um in nächster Zeit und wenn er euch gefällt, könnt ihr ja eine Zeit lang bei mir zuschauen, wie ihr wollt. Und ja, fangen wir mal an. Also, wir spielen Mario Kart Wii, ein Spiel, was 2008 rausgekommen ist für die Nintendo Wii. Und ich spiele es auch auf der Wii. Ich nehme mit der Haupauge HD PVR auf und mit Outer City die Stimme und ja, dann fangen wir jetzt mal an. Zuerst gehen wir in den Grand Prix Modus und werden den 50 CCM Cup, den man nur mit Karts machen kann, durchspielen. Möglicherweise bzw. so gut wie es geht auf mit 3 Sternen. Und ja, ich denke mal, so viel muss ich zu dem Spiel nicht erklären. Das Spiel erklärt sich von selbst. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Aber ich denke, jeder von euch wird schon mal ein Let's Play hierzu gesehen haben. Und ja, wir fangen an auf Luigis Piste. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin echt schlecht mit Karts. Weil ich halt, ja, ein Bike, Bowser Bike Mainer bin. Und ja. So ist das. Gut. Ah, gut. Ich versäume mir gleich am Anfang den Start, indem ich das Driftverhalten total verkacke. Und ja, ich will unbedingt meine Wheelies wieder haben. Aber okay. Muss halt so sein. Und jo, wir sehen hier, wir fahren mit Donkey Kong. Eigentlich würde ich mit Funky Kong fahren, aber den habe ich ja noch nicht freigeschalten. Und die drei Pilze halten wir uns jetzt nach Möglichkeit bis auf 1, beziehungsweise im Endeffekt möchte ich zum Schluss einen Pilz auf 1 haben und jetzt sind wir ja schon auf 1. Ich versuche immer so ein bisschen zu snaken, weil snaken bringt so ein bisschen Tempo in die Sache, auch wenn ich nicht gut snaken kann. Aber es muss jetzt reichen. Und, oh Gott. Ja, dieser Pau versaut mir die Planung und ich denke, gleich wird auch die erste Blue Shell eintreffen. Aber okay, wir haben schon mal ein bisschen Vorsprung. Und wenn wir so immer ins Ziel kommen, auch mit der Zeit und alles, dürften die drei Sterne in machbarer Nähe sein, könnte man so sagen. Muss man aber nicht, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Und ja, dabei kann ich ja noch ein bisschen was so erklären, was ich noch so machen möchte auf dem Kanal. Also erstmal, da kommt schon die Blue Shell, die ich eigentlich hätte dodgen können mit den Pilzen und natürlich die Red Shell danach, damit ich auch schön viel Zeit verliere mit dem Schock gepaart. Er gibt eine super Combo. Und ja, also auf dem Kanal möchte ich hauptsächlich Nintendo-Spiele machen. Aber werde auch anderes hier auf dem Kanal machen, sei es PS3 und okay, Xbox jetzt nicht, weil ich keinen habe, aber wahrscheinlich werde ich mir die Xbox 720 holen. Und ja, dann haben wir das erste Mal mit einer 2 Minuten abgeschlossen. Meine Zeiten Shroomless mit Bowser Bike liegen bei 24, 9, 25, 04, 25, 1, also. Ja, Steigerungsbedarf, auch wenn die CCM-Klasse scheiße ist. Jo, jetzt haben wir hier Kumuweide. Und eventuell kommt dem einen oder anderen meine Stimme so ein ganz kleines bisschen bekannt vor. Mehrere Informationen dazu gibt es auf meinem Channel. Auf meinem Channel drauf. Nicht auf dem Erbs-Videoseite. Also nicht auf der Seite, wo ihr gerade das Video schaut. Okay, könnte auch sein, da steht es auch, aber ich glaube nicht, dass irgendwer auf meinem Kanal gerade dieses Video schaut. Wenn überhaupt jemand das Video schaut. Und einfach aus dem Grund. Ja, ich habe früher schon mal Let's Play vor gut. Also im Oktober letzten Jahres angefangen. Nee, eben nicht. Dem Oktober 2011 angefangen. Und hatte dann 500 oder 400 Abonnenten und dann wollte ich einen neuen Kanal machen.
Eigentlich wollte ich ja nochmal von vorne anfangen, also wirklich ohne, dass meine Abonnenten was davon wissen. Und dann habe ich mich doch umentschieden und jetzt habe ich mir so gedacht, okay, es war doch ein Fehler. Und oh Gott, die, ja, ich würde erstmal sagen, dass die CPUs echt nah dran sind. Das macht mir echt Angst, weil das uns so schnell die Dings verhauen kann, die drei Sterne. Wenn nicht, muss ich sie halt irgendwann nachmachen. Und wir haben eine Banane draußen und werden trotzdem getroffen. Ja, und werden nochmal gestellt. Okay, das werden auf keinen Fall mehr drei Sterne. Es wird höchstens einer, wie ich das hier so sehe. Weil ich auch die meiste Zeit eigentlich auf 1 sein muss, damit ich 3 Sterne krieg. Und kommen wir diesen hier mit dem Goldie durch. Und haben unseren ersten jetzt wieder. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man überhaupt mich hier auf diesem Channel anschauen wird, aber ich will jetzt am Anfang wirklich nur, also wie gesagt, von vorne anfangen. Ich habe auch kein Problem, wenn der Kanal nicht viele Views bekommt oder sowas in der Art. Ihr könnt mich natürlich weiterempfehlen oder so, aber es ist, wie gesagt, abonniert mich nur, hops, wenn ihr wirklich Lust habt, einem neuen Let's Player zuzuschauen, einem jungen Let's Player mit 15 Jahren. Und ja, macht das wie ihr wollt, damit habe ich kein Problem. Wenn ihr mich nicht mögt, dann hinterlasst mir Kritik oder geht oder bleibt, was auch immer ihr machen wollt. Naja, okay. Sorry, dass ich so komisch rede, aber es ist 1 Uhr 9 nachts und ich... das ist ein bisschen blöd, weil ich ja an sich auch irgendwann pennen muss und meine Eltern wach werden könnten, theoretisch. Aber wie dem auch sei, wir sind hier in Mario Kart Wii und müssen den Alltagstrott vergessen. Videospiele sind zum Chillen da und das ist auch der Hauptaspekt auf diesem Channel. Yeah. Gut. wir sind hier auf Mushroom Gorge bzw. Pilzschlucht. Müsste eigentlich auch jeder wissen. Aber wie gesagt, wenn ihr keine Ahnung von dem Spiel habt und gerade das erste Mal Let's Play davon schaut, schreibt mir in die Kommentare. Dann erkläre ich so ein bisschen was. Und ja, das ist ja eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. Deswegen kann ich diese auch einigermaßen gut. Würde ich jetzt mal behaupten. Also besser als eine Rainbow Road oder Todd's Factory. Und ja, ihr hört schon, dass ich mehr Englisch als Deutsch rede, weil, keine Ahnung, es hat sich so eingebürgert bei mir. Ich weiß nicht, ist einfach so. Und ja, auf den Pilzen hier macht man eigentlich einen Wheelie mit Bowser Bike hier links an diesem letzten roten Pilz vorbei. Aber das kann man natürlich mit Kart nicht gut machen und vor allem nicht auf 50 CCM, weil es ja extrem langsam ist. Und auch die Pilze, also die Stunts bringen hier eigentlich, könnte man denken, Plus, aber sie bringen wirklich nur Plus, wenn man sie gezielt auf den richtigen Pilzen einsetzt. Und sonst bringt es eher Minus. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Ja. Gut. Aber ich glaube, das wollte alles gar nicht wissen, oder? Naja. Und Donkey Kong ist schon toll. Oh. Ich bin jetzt so froh, dass wir auf diesem Pilz gelandet haben. Sind, weil, wenn wir auf dem Pilz landen, dann, der lässt uns abspringen, dann müssen wir keinen Standturbo machen. Und dementsprechend, nehmen wir uns hier die Pilze. Nein. Dementsprechend können wir hier. Oh Gott, ich habe den Anfangssatz vergessen. Dementsprechend können wir sofort wieder losfahren. Ja, hier müssen wir jetzt zum Beispiel diesen Standturbo machen. Und das bringt uns natürlich noch ein bisschen mehr Minus. Oh, ich dachte, ich falle jetzt runter. Aber das war echt knapp. Und wir sind jetzt fast im Ziel. Aber jetzt sind wir im Ziel. Und damit fast durch. Und ja, würden wir sagen, wir machen jetzt den letzten Rennen und gucken, wie viele Sterne wir haben. Und dann ist leider auch schon der erste Part vorbei. Mein erstes Video hier auf diesem Kanal. Aber okay. Ich kann euch ja schon mal den Fahrplan sagen für dieses Let's Play, wie ich es mal nenne. Was soll es auch anderes sein? Ich keine Ahnung.
Erstmal werden wir 100, also den 50 CCM Cup vollständig machen, vollständig abschließen. Das bedeutet 3 Sterne, aber keine Sorge, falls ich keinen 3 Sterne habe, werde ich es nicht im Let's Play dingsen, sondern offline, beziehungsweise eventuell in einem Stream. Also Stream kennt ja jeder, das mache ich über Twitch und ja, könnt ihr mich auch ändern, dort heiße ich Crawl MKW, C-R-A-W-L. MKW. Ich packe also der Link, den werde ich auch bald auf meinen Kanal nochmal schreiben. Und yo. Also wer jetzt im Ziel ist der ersten Runde, der hat eine sehr gute Time Trial Zeit. Also sowas 37, 36, ich weiß gar nicht, ob 36 geht, aber 36, 37, 38. Erste Runde. Ist schon echt gut und wir müssen hier mit einer 53 rumgurken. Und wir kriegen natürlich die FIB, was natürlich nicht so toll ist, wenn wir durch Itemtreffer unsere Sterne verlieren. Also ja, je öfter du von irgendwas getroffen wirst und je öfter du runterfällst und so weiter und je schlechter deine Zeit ist, mit der du ins Ziel kommst, umso schlechter werden deine Sternanzahlen. Und das Beste, was du haben kannst, ist dann halt 3 und wir werden hier wahrscheinlich auf 1 zurückfallen. Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen, weil ja, das wird hier wahrscheinlich sogar eine Rundenzeit über einer Minute, wenn ich das hier weiter sehe. Oder müsste es sogar schon sein, nee, bei 53. Und das ist dann echt ein bisschen blöd. Und ja, eigentlich wollte ich dann Wheelie machen, aber es geht ja gar nicht. Ja, wir haben jetzt eine echt blöde Rundenzeit auf Tots Factory. Man könnte hier schon bei der Zeit, müsste man eigentlich im Ziel sein. Und da kommt natürlich die nächste Blue Shell. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Aber was soll man machen? Muss ich halt nacharbeiten. Damit habe ich aber auch kein Problem. Und ich fahre mit dem Classic Controller Pro, einem goldenen. Manche würden jetzt sagen wie Troy, aber ja, nein, ich mache es nicht wegen ihm, sondern einfach nur, ups, die habe ich nicht gesehen. Weil mir diese Farbe gefällt. Keine Ahnung, ich mag sie. Ja, es werden auf alle Fälle keine 3 Sterne mehr. Hier wird sicherlich sogar noch eine Blue oder ähnliches kommen. Oh, ja, da konnte ich schlecht ausweichen. Dann kommt auch noch der Schock. Das wird jetzt ja genau runtergehen. Deswegen müssen wir hier rüber. Wir werden im Schlamm stecken bleiben hinten. Ah. Und er kommt bei einer 3 Minuten noch was ins Ziel. Also es wird auf keinen Fall ausreichen. Ist ein bisschen bitter. Aber kann man nichts gegen tun. 60 Punkte, wenigstens das. Aber was anderes hat mich jetzt auch gewundert. Und jo, gucken wir uns mal an, was wir da so für eine Sternanzahl haben. Zelebriert wird das natürlich auf der schicken Marius-Piste. Eine sehr schöne Strecke, finde ich. Vor allem mit Bike und am besten mit Torped. Und ja, hier sehen wir richtig sexy, wie sie fahren. Und ja. Wird schon. Wir haben, na, was haben wir? Was haben wir? Komm, sagt's uns. Es ist eine wunderbare. Wahrscheinlich 2 Sterne. Und ganz oben rechts werden wir es gleich sehen. Es ist eine 2 Sterne, ja. Ist ein bisschen bitter wegen den vielen Blue Shells und so. Aber komm, es ist nicht so schlimm. Gut, erster Part ist vorbei. Sendet mir euer Feedback und sagt mir, wie die Qualität ist. Ich meine, HD steht in meinen Initialien, dann muss es ja auch HD sein, natürlich. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Eventuell, wenn ihr Spaß gehabt habt. Wenn nicht, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Suche anderer toller Kanäle. Gibt es zuhaufe hier auf YouTube. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin sage ich jetzt ciao.